Als Stammspieler sehe ich mich noch nicht. Wie gesagt, ich versuche jedes Spiel ja mein Bestes zu geben, um so viel zu spielen wie möglich. Aber man muss ja trotzdem auch realistisch sein und sagen, es ist meine erste Bundesliga-Saison. Ich glaube, für mich war schon klar, dass ich ja eine Zeit brauche, um ja richtig Fuß zu fassen. Die haben wir alle super bewältigt und jetzt bin ich ja sozusagen drinnen. Jetzt werde ich auch ja alles dafür geben, dass ich da in dieser Mannschaft drinnen bleibe. Und deswegen glaube ich jetzt nicht, dass ich da irgendwas unterschätzt habe. Es war natürlich von Anfang an ziemlich schwierig, das weiß jetzt eh schon jeder. Als Stammspieler sehe ich mich noch nicht. Wie gesagt, ich versuche jedes Spiel ja mein Bestes zu geben, um so viel zu spielen wie möglich. Aber man muss ja trotzdem auch realistisch sein und sagen, es ist meine erste Bundesliga-Saison auf einem ganz anderen Niveau, wie ich es gewohnt bin. Und deswegen muss ich einfach von Spiel zu Spiel schauen. Und wenn ich spiele, werde ich alles geben. Natürlich will ich unbedingt Tore schießen, noch mehr Assists machen, das ist ja klar. Aber wie gesagt, das Wichtigste momentan ist einfach, dass ja das Team funktioniert, dass wir als Team Punkte holen. Und deswegen mache ich mir jetzt nicht wirklich einen Druck. Wenn es dann passiert, freue ich mich riesig. Aber was schon Fakt ist, ist, dass ganz klar, ich muss generell mehr aufs Tor schießen. Glaube ich, ich komme noch nicht zu sehr vielen Torchancen. Beziehungsweise ja, Schüsse, weil Torchancen kann ja auch mal von der Entfernung sein. Und ich glaube, da muss ich mich schon noch steigern und vor allem mich auch ja, ein mehr Mut zusammenfassen, sage ich. Weil ich glaube, im Training zeige ich dann oft, dass ich schon ja, sehr gut schießen kann. Ich glaube schon, dass ich viel Torgefahr ausgestrahlt habe, sonst wäre ich ja nicht ja, in jungen Jahren dann auch so, sage ich mal, gehypt worden. Natürlich bedeutet es mir sehr viel, wenn ich jetzt mal triff. Wie gesagt, wir wollen das Spiel ja einfach so angehen, dass wir das Spiel gewinnen wollen, ganz normal, wie eigentlich vor jedem Spiel. Und deswegen, wenn wir jetzt 1-0 gewinnen oder 3-0 oder 5-3 oder irgendwas, ist mir eigentlich komplett egal. Hauptsache, wir holen die Punkte. Natürlich ist die Kraft manchmal weg dann in den Situationen. Aber ich glaube, das zeichnet unser Spiel auch aus, diese Saison, dass wir sehr giftig sind. Und ja, jetzt haben wir eine ganze Woche Zeit, uns darauf vorzubereiten, um wieder in diesen Modus zu kommen. Und das werden wir auch alle versuchen. Wir haben gegeneinander gespielt, als ich bei WAC war, war er noch bei Lars Klintz. Und wie gesagt, ich glaube, der Trainer macht schon auch einen richtig guten Job, umsonst würde er nicht jetzt auf Platz 3 stehen, oder? Platz 3, glaube ich, mit Wolfsburg. Und es gibt jetzt keine Anknüpfungen oder sonst was, aber ja, ich glaube schon, dass er ein sehr, sehr guter Trainer ist. Nee, Kontakt gibt es keinen. Also ich freue mich, wenn ich Xaber wieder sehe. Wir haben ja nicht allzu lange zusammengespielt, sage ich mal. Vor allem hat er ja mehr gespielt und ich mehr trainiert, kann man sagen. Er ist ein super Typ, er ist ein super Fußballer und ja, gegen gute Fußballer sich zu messen oder gegen so gute zu spielen ist natürlich immer schön und dass das dann auch ein Freund ist oder ein sehr gut Bekannter ist es natürlich sehr schön. Ja. Wir können ja alle die Tabelle lesen und das heißt ja nicht, dass wir schon durch sind, das sieht man nicht. Ich glaube, das sagen wir eh alle, wir sind trotzdem in einer guten Ausgangsposition, in einer guten Ausgangslage. Aber wir wollen einfach von Spiel zu Spiel schauen und natürlich auch so viel wie möglich noch gewinnen. Aber durch sind wir auf keinen Fall noch. Und ja, jeder geht gleich fokussiert wieder vor oder wie zu Beginn der Saison einfach ja, ans Werk. Vor allem ich und auch, glaube ich, das zeichnet uns als Team vor allem aus. Wir wollen jedes Spiel punkten, egal gegen wen es geht. Und ich kann jetzt nicht mal sagen, gegen wen wir alle spielen, muss ich sagen, die nächsten Spiele. Ich weiß, dass wir jetzt gegen Wolfsburg spielen und dass wir da ja einfach die Punkte mitnehmen wollen, ganz klar. Und deswegen, glaube ich, ruht sich keiner aus und jeder ist voll fokussiert. Muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt ist ein 43-Mann-Kader. Natürlich kann ich schon sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht bin, dass ich nur auf Abruf bin, ganz klar. Kann ich so sagen, auf was für einen Grund das ist oder was für eine Meinung dazu ist, weiß ich nicht. Mit mir hat keiner gesprochen. Aber ich freue mich natürlich auf so 21 Team, ich bin dabei und deswegen ja, bin ich richtig froh. Also ich versuche ja immer ehrlich zu sein und ich bin ja richtig happy, wenn es irgendwann mal klappt mit einem A-Nationalteam, das ist ganz klar. Und deswegen, ich habe alles dafür gegeben, dass ich vielleicht diesmal dabei bin. Es hat nicht funktioniert und deswegen ja, kann ich eigentlich dazu jetzt nicht mehr so viel sagen.